Hallo liebe Leute, folgend geht es darum, dass man anhand der Pressekonferenz nach der Europawahl sehen kann, wie alles Weidel, Tino Chrupalla und René Aust, wie sie zu einem Stück weit ticken. Ich glaube, dass die AfD, dass wir als Partei den Wähler überzeugen konnten in den ganz entscheidenden Fragen, die sie auch bewegen. Und die entscheidenden Fragen, und das haben Sie auch in der Nachwahlbetrachtung sehen können, sind die innere Sicherheit unseres Landes, die Migrationspolitik und vor allen Dingen auch die wirtschaftlichen Fragestellungen. Denn der Standort Deutschland erodiert im internationalen Vergleich. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Menschen haben Angst um ihre Zukunft, weil die Politik keine Antworten mehr geben kann auf die drängendsten Fragen dieser Zeit. Und die Wähler haben auch erkannt, dass wir als AfD diese Sorgen erkannt haben und auch Antworten geliefert haben. Dieses Wahlergebnis zeigt auch, dass die Ampelregierung keine Mehrheiten mehr hat. Eigentlich sollte Bundeskanzler Scholz dem sehr guten Beispiel von Emmanuel Macron folgen und den Weg freimachen für Neuwahlen. Auch dahingehend den Dank an unsere Wähler, natürlich auch an unsere vielen ehrenamtlichen Mitglieder, die natürlich auch in diesem Europawahlkampf, der für uns wie jeder Wahlkampf, und das hat sich auch wieder gezeigt, sehr schwierig war, das will ich überhaupt nicht verhehlen, der sicherlich ruckelig angefangen hat, der aber auf dem Endspurt doch gezeigt hat, dass eine Geschlossenheit auch für unsere Partei wichtig ist, dass alle Kandidaten und auch diejenigen, die Wahlkampf gemacht haben, an das Ziel geglaubt haben, dass wir zweitstärkste Kraft in diesem Land wären. Und das haben wir mit diesem tollen Ergebnis erreicht. Im Gegensatz dessen, was ich auch immer vermutet habe, im kaum Stimmen an das Bündnis Sarah Wagenknecht abgegeben haben, was eigentlich auch zeigt, dass zwei Parteien, das ist die AfD und BSW, mit dem Merkmal als Friedenspartei hier die Wahlen gewonnen haben und auch hier die stärksten Zuwächse haben. Wenn man sieht, dass ein Bundeskanzler Scholz sich als Friedenskanzler plakatieren lässt und die Eskalation und ist das, was in der Bevölkerung natürlich eine Riesenrolle spielt, immer weiter voranschreitet mit weiteren Waffenlieferungen und wir und die Bürger natürlich auch hier die Forderung haben nach Deeskalation, nach Verhandlungen, nach Diplomatie, dann ist das der größte Wunsch der deutschen Bevölkerung, dass man sich um diese Themen auch kümmert. Natürlich auch, wie es Alice Weidel gesagt hat, was die innere Sicherheit, was die Migrationspolitik angeht, die ja immer noch nicht gelöst ist und wo auch die EU mit eine Hauptverantwortung trägt. Vom Bundesvorstand in Gänze sehr zufrieden mit diesem Ergebnis und es gibt uns Motivation, wie ich schon eingangs sagte, für die Landtagswahlen, für die Bundestagswahl. Ich möchte mich auch bei René Aust, der wie gesagt als Delegationsleiter soeben gewählt wurde, bedanken für die letzten Auftritte auch in den Wahlarenen und übergebe auch damit an René Aust. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Heute hat sich die Delegation konstituiert. Es war ein feierlicher Ernst, mit dem wir diese Aufgabe angegangen sind. Auf der einen Seite hat man natürlich schon gemerkt, die Spannung und die Lust auf das Neue. Auf der anderen Seite natürlich auch hat man die Verantwortung gespürt. Die Verantwortung gespürt, es diesmal doch deutlich besser zu machen, die Delegation näher an die Partei zu holen, deutlich mehr sich abzusprechen und die nächsten 5 Jahre eben auch dafür zu sorgen, dass unsere Inhalte, für die wir in diesem Wahlkampf geworben haben, eben auch im Parlament zu Gehör bringen. Insofern freue ich mich auf die Aufgabe in den kommenden 5 Jahren. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Vertrauen bei den Wählern, aber auch heute bei der Delegation. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Hier an Herrn Chrupalla die Frage gerichtet. Die Delegation hat sich jetzt dazu entschlossen, den Herrn Krah nicht in ihre Reihen aufzunehmen. Das wird ja gerade im Osten des Landes kritische Reaktionen hervorrufen, spätestens zum Bundesparteitag, denke ich, werden wir das erleben. Wie können Sie denn oder wie wollen Sie Akzeptanz für diese Entscheidung schaffen, die die Delegation zwar getroffen hat, aber die Sie ja auch als anwesender Parteichef aus dem Osten nicht verhindern konnten oder verhindert haben? Und an Frau Weidel und Herrn Aust die Frage, wird die Delegation jetzt erstmal fraktionslos bleiben, beziehungsweise sie kann ja eigentlich auch aus einer Delegation werden, wenn sie eine Fraktion hat. Soll die Zusammenarbeit oder das Verhältnis zu Le Pen wieder gekittet werden? Haben Sie da schon Ideen oder Vorstellungen? Und wie skizzieren Sie uns für uns mal den Zeitplan für die Fraktionsbildung, wenn es eine geben soll? Soll es noch vor der Wahl in Frankreich passieren, noch vor dem Bundesparteitag? Viel Zeit ist ja bis dahin nicht. Gibt es da Fristen etc.? Das würde mich interessieren.
Gut, dann fange ich mal an. Also erstens ist es, denke ich, von uns Bundessprechern klar, dass wir diese Entscheidung, und das war eine Entscheidung der neuen Delegation, die sich heute konstituiert hat, Herrn Kranich aufzunehmen, zu akzeptieren haben, zu respektieren haben und natürlich gleichwohl auch diese Entscheidung natürlich in die Partei dahingehend zu tragen und auch hier für Balance, und darauf zielt ja Ihre Frage ab, eigentlich auch zu sorgen. Das werden wir auch tun. Das ist uns ganz klar. Ich habe es auch heute deutlich gemacht, Herr Kras, Mitglied der Partei. Er ist nicht Mitglied dieser Delegation. Und wie gesagt, alle weiteren Fragen wird dazu gerne Herr Aust nochmal beantworten. Ich denke, insgesamt hat sich aber auch da gezeigt, welche Fehler, und das wurde auch intern besprochen, und das werden wir auch im Bundesvorstand aussprechen und natürlich auch diskutieren, wir gemacht haben im Wahlkampf. Niemand ist fehlerlos, und ich nehme da auch für mich sicherlich einige Punkte klar und wahr, wo man hätte noch besser nachsteuern können. Aber wir sind keine Partei wie eine CDU zum Beispiel, wo man deklikatorisch hier Dinge durchsetzen kann oder ein paar Spruch einfach so durchsetzen kann. Wir sind eine basisgetragene Partei, wo man natürlich auch die Landesverbände mit einbezieht. Wir hatten diese Diskussion, die Sie in der Frage gestellt haben, auch in vielen Länder-Telcos gehabt, wo die Landesvorsitzende mit integriert waren und wo das Votum ähnlich ausfiel wie heute in der Delegation. Zur nächsten Frage, die ging ja auch an mich. Vielleicht beantworte ich das global und dann kann er auch schon mal ausführen, wie er sich das auf der Zeitachse vorgestellt hat, weil er jetzt auch verantwortlich ist. Also grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Hausaufgaben heute bereits gemacht haben. Also die AfD-Delegation hat sich konstituiert mit einem Verhandlungsführer, mit einem starken Verhandlungsführer, mit einem starken Mandat zu Verhandlungen, die diese Woche starten werden. Zu Ihrer Frage, inwiefern die Wahlen in Frankreich dies beeinflussen könnten, das kann ich Ihnen auch so nicht beantworten. Ich rechne aber damit, dass das in der Prioritätensetzung des Rassemblement natürlich jetzt die Neuwahlen im Fokus stehen und sich möglicherweise dadurch etwas verschieben kann. Wohin und wie, das kann ich Ihnen aber nicht beantworten. So. Fakt ist, wir werden uns Mitte dieser Woche bereits verständigen, wie wir und ob wir gemeinsam weitermachen. Aber ich muss Ihnen auch sagen, wir als AfD, wir haben einen Riesenerfolg hier eingefahren. Wir sind sehr genau in die Analyse gegangen, wie wir noch deutlich mehr das Potenzial zukünftig ausschöpfen können. Und wir gehen selbstbewusst und sehr gelassen in die Verhandlungen rein. Und wir werden schon unseren eigenen Weg gehen und machen uns da auch jetzt nicht von verschiedenen Seiten abhängig, sondern werden selbstbewusst unsere programmatischen Forderungen stellen und sehen das alles eigentlich recht gelassen, was da auf uns zukommt. Für uns ist immer ganz klar, jede Zusammenarbeit bedeutet immer, sie muss stattfinden auf Augenhöhe. Das ist, da gibt es überhaupt nichts, keine Abstriche dran zu machen, und darum wird es jetzt in den kommenden Tagen auch gehen. Ja, dann hätte ich ein paar Fragen. Und zwar zum einen, Herr Kropala, würde mich interessieren, weil Sie jetzt gerade den BSW und Sie und mit der Russland-Position gesagt haben, dass das ganz klar zeigt, die Mehrheit der Deutschen wolle genau diese. Jetzt haben Sie zusammen 22% von 65% Wahlbeteiligung. Ich verstehe da nicht ganz, wo Sie die Mehrheit der Deutschen da ableiten. Das würde mich interessieren. Und dann jetzt zu dem, was heute Morgen passiert ist. Ich habe noch immer nicht verstanden, warum Herr Krah jetzt nicht aufgenommen worden ist. Sie haben viel über Fehler gesprochen, aber ich habe noch gar nicht verstanden, warum der jetzt nicht dabei ist. Und die Frage, die sich natürlich auch stellt, bei Herrn Büstron gibt es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, bei Herrn Krah nicht. Aber Herr Büstron ist dabei und Herr Krah ist nicht dabei. Also vielleicht können Sie das mal ein bisschen erklären, dass man da versteht, worum es da heute Morgen eigentlich gegangen ist. Ich kann gerne noch mal zum Eingangsstatement zurückkommen, Herr Schmidt. Natürlich ist nicht nur die Friedensfrage die Wahlentscheidende gewesen, aber es sind die beiden Parteien, die am deutlichsten zugelegt haben in der Wählergunst. Und wir haben natürlich auch die Migrationsfrage, die nicht geklärt ist. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben hohe Energiepreise, wir haben eine Deindustrialisierung. Alles Dinge und Themen, die wir auch in diesem Europawahlkampf, die sicherlich auch deutsche Themen waren, nicht unbedingt nur europäische Themen, die haben wir angesprochen. Und natürlich auch die Bürokratisierung, die ja nicht bloß Deutschland betrifft, die hauptsächlich ja in Brüssel im Prinzip dort auch auf Deutschland übergestülpt wird. Und das sind die Dinge und die Inhalte gewesen, mit denen wir gepunktet haben. Und nochmal, das sind Alleinstellungsmerkmale, mit denen wir als Partei auch
aufgetreten sind. Diejenigen Parteien, die sich nicht mehr unterscheiden, und das sind ja die Einsitz- und Konsensparteien, haben starke Verluste erlitten. Gut so, das kann man nur begrüßen. Vor allen Dingen, dass es jetzt, ich sag mal, eine Kehrtwende von dieser wirklich wirtschaftsfeindlichen Energiepolitik gibt, auch der sogenannten Klimapolitik, die ist gescheitert. Und das hat der Wähler abgestraft, weil der Wähler am Ende derjenige ist, der es bezahlen muss und der es nicht mehr bezahlen kann. Alle weiteren Punkte zur Delegation übergebe ich gerne an Herrn Aust. Sie werden verstehen, dass wir aus diesen sensiblen Bereichen jetzt nicht intern berichten werden. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. Herr Büstron hat beispielsweise heute Morgen auch der Delegation umfangreich dargelegt, wie er rechtlich gegen die Anwürfe vorgeht. Das war vielen von uns überhaupt nicht bekannt, von eidesstattlichen Versicherungen, über beispielsweise Klagen, über Unterlassungsklagen. Das hat er sehr, sehr deutlich gemacht und hat eben dann auch sehr überzeugt an dieser Stelle, dass man der Unschuldsvermutung natürlich Glauben schenkt, zunächst einmal, und dass er sehr hoffnungsvoll ist, dass natürlich alles dann sich am Ende auch vor Gericht oder Ähnliches in Luft auflösen wird. Und deswegen ist er dann aufgenommen worden. Bei Herrn Krah ist es so, er hat jetzt die Möglichkeit, außerhalb des Rampenlichts, außerhalb auch der Delegation, die Möglichkeit, die Verhältnisse zu ordnen, alles, was dort im Raum schwebt, zu klären. Und jetzt arbeiten wir erstmal jetzt arbeiten wir erstmal weiter, dass wir erstmal in die Gespräche kommen, und damit das nicht überlagert wird, haben wir die Entscheidung heute so getroffen, wie wir sie getroffen haben. Frau Weidel, ich würde Sie gerne noch mal ansprechen auf die Entscheidung der Delegation, Maximilian Krah nicht aufzunehmen. Herr Krah sagt, man dürfe sich nicht von ausländischen Parteien vorschreiben lassen, mit wem man antritt, und sieht da auch einen Widerspruch sozusagen mit deutschen Interessen und gegen die EU anzutreten und genau das zu tun. Mich würde interessieren, wie Sie dieses Argument bewerten und auch diese Entscheidung, eben Krah nicht aufzunehmen. Ja, ich habe ja eben schon ausgeführt, dass wir hier sehr selbstbewusst und mit der größten Gelassenheit in Verhandlungen reingehen. Und die Ergebnisse werden wir in den nächsten Wochen sehen. Und nochmal zur Entscheidung Krah. Also Sie können jetzt ganz oft immer dieselbe Frage stellen. Punkt 1, die Delegation hat entschieden. Und Punkt 2, werde ich das, weil es eine Entscheidung der Delegation ist, das auch jetzt nicht weiter kommentieren. Und Punkt 3 ist, ich verstehe diesen Reflex der etablierten Medien, dass man hier permanent irgendwie mit Problembereichen kommt, damit sie bloß nicht darüber schreiben müssen, dass wir einen Riesenerfolg hier eingefahren haben. Das ist alles sehr, sehr unangenehm, das verstehe ich auch. Und wenn Sie sich die Ergebnisse in Sachsen anschauen, dann wissen Sie, wer den nächsten Ministerpräsidenten stellt. Und ich will Ihnen noch eins sagen. Die AfD, wir haben den Anspruch zu regieren. Wir wollen Regierungsverantwortung endlich übernehmen. Und das lasse ich mir durch irgendwelche Haarspaltereien überhaupt gar nicht von Ihnen kaputt reden. Sie können jetzt auch noch ganz oft, jeder kann noch mal dieselbe Frage stellen. Die Antwort wird immer gleich bleiben. Und wir werden das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Weil Sie müssen eins konstatieren, wir haben enorm zugewonnen. Wir haben Zugewinne von 2,2 Millionen Rednern, sage ich jetzt schon, Wählern, weil ich sie gerade gesehen habe, reden Sie da von der ARD. 2,2 Millionen, das sind fast 50% am Wählerzugewinn. Und endlich kann man sich mal darüber freuen. Ich finde es super, dass Sie sich darüber freuen, ja, dass wir so zugelegt haben. Und auch mit Abstand, endlich wird hier mal gelacht. Es ist nämlich so, es ist nämlich immer so eine Grabesstimmung hier, so eine Friedhofsstimmung. Und wir haben gestern schon die Korken knallen lassen. Wir freuen uns außerordentlich über das Ergebnis. Und vielleicht noch eine Sache. Wir sehen hier einen Trend in der Bundesrepublik. Die Ampel, ich habe es eben schon angesprochen, wurde abgestraft. Das ist ein Votum gegen den Kanzler, der unbedingt jetzt den Weg für Neuwahlen freimachen muss. Und vielleicht noch eins, Sie sehen den Absturz der Grünen, der historisch gewesen ist. Ich glaube, dass es sich nicht nur um einen Einbruch handelt, sondern dass es sich manifestiert. Ich glaube, die Grünen werden sich nie mehr wieder von diesem Absturz erholen, denn die Menschen haben eins erkannt. Die Menschen haben erkannt, was es heißt, wenn Grüne in der Regierung sitzen.
Sie machen alles kaputt. Sie machen unsere Grundlagen kaputt. Sie sind mitnichten eine freiheitliche Partei. Sie sind eine Verbotspartei. Sie kommen nur mit Vorschriften, mit Eingriffen in das Privatleben. Sie schleifen die industrielle Basis. Und wer grün wählt, der wählt den Absturz eines Landes, weil die Grünen überhaupt gar nicht wirtschaftspolitisch mit irgendetwas konkurrenzieren können, um es mal ganz klar zu sagen. Und sie werden sich nie mehr wieder davon erholen, weil die Menschen erkennen, dass es sich bei den Grünen um eine einzige planwirtschaftliche Hippie-Partei handelt, die nur für ihre eigenen Taschen wirtschaftet, warum ja auch Robert Habeck sich da so ein Vetternwirtschaftsministerium sich da gegründet hat. Im Übrigen ohne Konsequenz. Und vielleicht noch ein letztes, wenn ein Vizekanzler nicht mal weiß, was Insolvenzen sind, überhaupt gar keine Ahnung hat, wie wirtschaftliche Wertschöpfung funktioniert, nur nicht mal Gewinne von Umsätzen unterscheiden kann. Und diese ganzen Sachen überhaupt auch gar nicht in den Dimensionen auseinanderbekommen kann, dann ist das Ergebnis das, was Sie heute sehen. Und zwar im letzten Jahr 176.000 Geschäftsaufgaben und der Trend setzt sich fort und die Menschen wollen das einfach nicht mehr. Also darum muss die Ampel eigentlich aufhören und die Konsequenzen ziehen und genauso ehrlich sein wie in Frankreich Emmanuel Macron. Insofern war es eine politische Zeitenwende gestern. Sie werden sich nie mehr davon erholen. Das mit den Grünen hat sich komplett erledigt. Medien, in den Regionalzeitungen, auch was ich die letzten Wochen noch gelesen habe, am Wähler vorbei, am Leser vorbei, wie man die eigenen Leserschaft beschimpft, machen Sie genauso weiter. Es wird Ihnen nichts nutzen. Die Wähler haben die Nase gestrichen voll von dieser Berichterstattung. Sie nehmen sie nicht mehr wahr. Sie informieren sich anderweitig. Wir haben die Kanäle dazu, auch anderweitige Informationen zu geben und auch in die Briefkästen diese Informationen zu geben. Wir brauchen die regionalen Zeitungen nicht mehr, um unsere Informationen an den Mann zu kriegen. Noch dazu, wo wir sowieso von früh bis abend beschimpft wird. Und ich will das deutlich auch nochmal sagen. Wir möchten einfach genauso behandelt werden wie alle anderen Parteien auch. Das ist unser Anspruch und das erwarten wir im Übrigen auch von den Medien. Nichts anderes. Wir möchten nicht gelobt und gelobhudelt werden. Im Gegenteil, Kritik hilft auch uns. Das wollen wir natürlich genauso. Damit werden wir auch besser. Wir haben auch gezeigt, um auch nochmal auf Ihre erste Frage anzusprechen, dass sich gerade eine Konstanz auch in der Führung unserer Partei ausgezahlt hat, dass das dazu beigetragen hat, dass der Wähler auch das wahrnimmt, dass hier Konstanz an der Führungsspitze ist. Und wir arbeiten beide sehr vertrauensvoll zusammen und das würden wir auch die nächsten zwei Jahre, das haben wir ja auch angekündigt, weiter fortführen, damit wir genauso diese Ergebnisse für die Landtagswahlen im Osten und auch nächstes Jahr für die Bundestagswahl erreichen, weil ich denke, dieser großartige Wahlerfolg gestern war erst der Anfang. Frau Weidel und Herrn Chrupalla, erstmal Herr Chrupalla, Sie haben von einem schwierigen Wahlkampf gesprochen und von Fehlern. Ich würde gern wissen, welche Konsequenzen und Lehren Sie aus den Fehlern für die nächsten Wahlen ziehen und Frau Weidel, Sie haben gerade gesagt, wir haben uns genau gemerkt, was vor einigen Wochen in unserem Wahlkampf passiert ist. Können Sie das nochmal ausführen, was Sie meinen? Gut, ich fange mal an. Ich meine, das sind natürlich Dinge, die wir natürlich jetzt auch intern im Bundesvorstand besprechen werden. Wir werden, was Sie wissen, eine Nachwahlbefragung in den nächsten Tagen starten, wo wir genau diese Fragen natürlich auch an die Wähler oder vermeintlichen Wähler stellen werden. Und dann werden wir natürlich auch für die Zukunft diese Dinge versuchen abzustellen und natürlich auch kampagnenmäßig so ausrichten, dass wir noch gezielter unsere Wähler und vielleicht auch unsere, wie gesagt, vermeintlichen Wähler zu mobilisieren, auch zur Wahlurne zu gehen. Für uns und für mich ist, denke ich, auch deutlich geworden, dass wir gerade mit der Wählerwanderung, die ich ja eingangs erzählt habe, auch durchaus weiteres Potenzial bei der CDU sehen. Das muss für uns klar sein, dass das eigentlich die Wähler sind, die wir gewinnen wollen und wo wir auch weiter natürlich daran arbeiten wollen, weil das ist unser Hauptkonkurrent auch zur nächsten Bundestagswahl, ganz klar. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die wir intern besprechen werden, wo wir Nachbesserungen geben werden. Und ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird. Wir sind natürlich gegen Wind und auch harte Wahlkämpfe gewohnt. Wahlkampf erprobt sind wir beide schon seit Jahren. Also von daher hat uns das, was auch medial kam, nicht unbedingt überrascht. Das will ich auch deutlich sagen. Und deswegen hat uns das ein Stück weit auch gestellt. Ich denke, das ist nicht vergleichbar mit anderen Parteien. Ich meine, diese ganzen Korruptionsvorwürfe, die Sie jetzt zum Beispiel als Thema nehmen, wo wurden die und wie wurden die medial auch von Ihnen gegenüber Frau Ursula von der Leyen aufgearbeitet? Im Gegenteil, sie wurde verschont, sie ist nicht wählbar, sie ist eigentlich keine Spitzenkandidatin per se. Nichtsdestotrotz wurde sie auch in ihren Affären und auch in ihren Korruptionsskandalen einfach negiert, verschont und ist davongekommen. Und diese Ungleichheit, auch das merken immer mehr Wähler.
Eine Frage an Herr Aust, Luc André von L'Opinion aus Frankreich. Werden Sie mit Reconquête als Alternative zu einer neuen Gruppe mit die Partei von Frau Le Pen reden? Werden Sie mit den Ungarn von Fidesz, mit Peace? Können Sie vielleicht ein paar Details nennen, bitte? Danke. Wir werden zunächst die Gespräche suchen mit unseren Partnern in der ID-Fraktion. Nochmal eine ganz kurze Frage zum Thema Jugendliche und junge Wähler. Können Sie noch mal in ganz knappen Punkten zusammenfassen, was Ihrer Ansicht nach die entscheidenden Gründe dafür waren, dass Sie da so gut abgeschnitten haben? Ja, ich denke natürlich schon, dass wir in den sozialen Medien eine gute Performance hingelegt haben, dass wir dort natürlich für junge Wähler auch interessant sind, dass wir ein Stück weit das Rebellische in uns, was in uns natürlich als AfD immer noch da ist, auch in die Wählerschaft getragen haben. Das ist gerade für die sehr jungen Wähler doch bemerkbar gewesen. Das habe ich auch selbst, wie gesagt, im Wahlkampf gesehen, wie immer mehr auch Schulklassen, auch wenn es ein Stück weit heimlich war oder zustimmend ohne Kameras, uns dort Zustimmung gegeben haben. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, und das kann ich für Ostdeutschland sagen, das sind die intakten Elternhäuser. Man redet dort mit vielen Kindern, man redet mit den Enkelkindern. Also diese Mobilisierung auch uns zu unserer Partei, und ich meine, wir machen uns nichts vor, dass das Wahlalter gesenkt wurde auf 16 Jahren, das war doch ein Trick der Grünpopulisten und der Linkspopulisten, um uns im Prinzip den Gar auszumachen. Und ich muss wirklich schmunzeln und lachen, dass das so nach hinten losgegangen ist, dass man im Prinzip hier genau das Gegenteil bewirkt hat. Das macht mich ein Stück weit stolz und das zeigt eigentlich, dass die Jugend mitdenkt, dass sie weiß und sieht, wie in diesem Land eine Opposition vernichtet bzw. diskreditiert und verleumdet werden soll. Und niemand möchte das. Auch von den Jugendlichen nicht. Und ich habe, wie gesagt, auch viele Klassen, ich habe auch eine Klasse im Bundestag gehabt, egal ob man uns wählt oder nicht, aber sie merken und spüren, dass wir nicht gerecht behandelt werden in einem demokratischen Land, dass wir ausgegrenzt werden und dass man mit uns nicht so umgeht wie mit anderen Parteien. Und dieses Gespür haben gerade junge Leute sehr genau und diese Sensibilisierung ist vorhanden. Und deswegen, ich habe es eingangs gesagt, auch was ich in den Schulen erlebe, wie man uns dort ausgrenzt, nicht zuvoran zulässt, wo natürlich die Jugendlichen fragen, ja, warum ist eigentlich die Partei und jetzt die zweitstärkste Kraft nach der Europawahl eigentlich nicht auf dem Podium? Ihr erzählt euch hier und macht hier euren Ringelpiez und erzählt, wie schlimm alles in Deutschland ist oder wie toll alles ist. Im Prinzip erzählt ihr alle dasselbe, aber die wirkliche Opposition wird ausgegrenzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich zielführend ist und war. Ich denke, das Ergebnis hat gezeigt, dass das für viele Wähler eben nicht mehr verfängt. Und deswegen bin ich da ein Stück weit stolz, dass die Jugend hier ein Stück weit den Kopf zum Denken benutzt hat und sich nicht mehr beeinflussen lässt durch die öffentlich-rechtlichen Medien. Vielleicht ergänzend dazu, worum es auch geht. Wir haben ja gerade über die Alterskohorte zwischen 16 und 24 Jahre gesprochen. Und diese Alterskohorte fallen Schüler rein, Studienanfänger und Berufsanfänger. Und diese Gruppe sieht genau, wie es an den Schulen aussieht. Wir haben das Problem in westdeutschen Großstädten der migrantischen Überforderung. Sie haben Patchwork-Klassen, teilweise wird nicht mehr sauber Deutsch gesprochen, es wird auch kein Wissen mehr vermittelt. Das kriegen die sehr genau mit, das sind doch die Hauptkritikpunkte. Dann merken die Jugendlichen und jungen Wähler, dass ihre Lebensgrundlage hier gerade zerstört wird. Sie wollen die besten Ausgangsbedingungen haben, die mit einer vernünftigen Wissensvermittlung anfängt. Stichwort PISA-Studie im internationalen Vergleich, da ist Deutschland komplett abgehängt worden. In den MINT-Fächern, die sind auch ja, so ein bisschen stiefmütterlich, da dümpeln die da vor sich hin. Im Deutschunterricht muss man keine deutsche Rechtschreibung mehr können, Deutsch sprechen muss man auch nicht, lesen nicht, rechnen nicht. Also da merkt man genau, hier geht es wirklich ums Eingemachte. Und ich glaube, dass die jungen Leute sehr genau merken, dass sie hier de facto verblödet werden sollen. Ja, also es findet ja eine ubiquitäre, allgegenwärtige Verblödung in den deutschen Schulen statt. Man kann da auch teilweise nichts mehr machen, wenn da auch kein Deutsch mehr gesprochen wird. Dann geht das alles so, löst sich alles so auf. Und bei den Berufsanfängern und bei den Universitäten, Sie sehen, und ich bin Gott sei Dank, ich bin sehr froh, dass ich jetzt doch keine Universitätsprofessorin geworden bin, das habe ich mir damals auch mal überlegt, dass ich hier nicht an so einer woken, völlig durchgegenderten Universität lehren muss. Also das, was an den deutschsprachigen Universitäten vor sich geht, also das
das verschlägt mir schlichtweg die Sprache. Also hier wird nur noch irgendwie ein woker Mist erzählt, hier wird nur noch irgendwie Politik gemacht mit irgendwelchen Studentendemos und hier und da, aber da sitzt man nicht mehr in den Hörsälen und lernt darauf, voll nach dem Leistungsprinzip gute Noten zu schreiben und nachher wirklich einen sehr guten Ausgangspunkt in das Berufsleben zu haben. Und bei den Berufsanfängern ist es so, die fangen an zu arbeiten. Dann sehen Sie den ersten Lohnzettel, sehen Sie oben das Monatsbrutto, dann sehen Sie die ganzen Steuern und Abgaben und dann unten sehen Sie das Netto. Und Sie merken, wofür zahle ich hier eigentlich so viel Steuern? Deutschland ist Spitzenreiter international, was die Steuer- und Abgabenlast anbelangt. Und da bleibt nachher dann nichts mehr übrig. Und dann kommt dann auch noch diese komplett bekloppte Energiepolitik mit dazu. Energiebepreisung kann man nicht mehr bezahlen, an den Zapfsäulen das auch nicht mehr. Dann soll man die Heizung rausreißen und schlichtweg wird die junge Generation. Und einige Medienvertreter hier, die wissen, dass ich das schon seit Jahren sage und ich wiederhole mich gerne, aber das ist elementar und das wird irgendwie auch nicht verstanden oder aufgegriffen. Die heutige Politik bringt die nachfolgende Generation um ihre Vermögensbildung. Vermögensbildung ist elementar wichtig für den Wohlstandsaufbau eines Landes. Und das merken sie, das merken vor allem die jungen Leute, es ist nichts mehr da. Es wird alles inflationiert, die Kaufkraft schwindet. Und bei jungen Familien vor allen Dingen ist es so, dass beide arbeiten gehen müssen, um überhaupt zu überleben, um das alles zu bezahlen. Fängt bei den Wohnungspreisen an und in Inflation, wenn zu viel Geld im Markt ist, dann geht das immer zuerst in die Vermögenspreise. Also wir haben hier eine Asset Price Inflation, so heißt das, Vermögenspreisinflation. Und das ist zuerst in den Wohnungsmarkt reingegangen. Das sollte zu keiner Überraschung sein, aber das hat auch alles etwas mit der aus meiner Sicht völlig rechtswidrigen Euro-Rettungspolitik zu tun, die ja schon vor Jahren angefangen hat, unsere Währung kaputt zu machen. Und das merken Sie in den Portemonnaies. Ich möchte es dabei bewenden lassen, denn letztendlich glaube ich, dass die arbeitende Bevölkerung sehr genau merkt, wer hier Politik für sie macht und wer gegen sie arbeitet. Und das ist auch der Grund, warum die AfD so enorme Zugewinne eingefahren hat. Und ich kann Ihnen prophezeien, es werden bis zur Bundestagswahl nächstes Jahr 2025 oder hoffentlich auch dieses Jahr noch deutlich mehr werden. Die Frage kann ich ganz kurz beantworten. Wir führen jetzt erstmal die Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, die werden erfolgreich sein. Und dann werden wir weitersehen. Und im Übrigen noch mal etwas zu Social Media. Wir sind ja breit aufgestellt und wir haben viele unterschiedliche Erfolge in diesem Wahlkampf gehabt. Nicht nur auf TikTok, sondern zum Beispiel mein Video bei der Tagesschau hatte immerhin auch über 3 Millionen Aufrufe. Also immerhin ist das so, wir erreichen viele junge Leute auf unterschiedlichen Kanälen. Vielleicht noch ergänzend dazu, wir hatten eine spezielle maßgeschneiderte Jungwählerkampagne auf den sozialen Medien von der Partei. Das hat möglicherweise auch geholfen. Natürlich sind das jetzt negative Dinge, die ich ansprechen werde, positive, aber auch negative Dinge. Aber es geht eher um Kontrolle und um diese Leute vor sich selbst zu schützen. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, sie sind abhängig, sie sind jung, sie sind im jungen Alter. Und wenn man in der AfD ist, besonders wenn man in der AfD ist, es ist beruflich schwierig. Sie sind aus ihren Berufen draußen, sie sind auf ihre Karriere angewiesen. Natürlich verführt es dann zu gucken, wie komme ich denn voran? Und gefährlich ist es, wenn die Mitglieder bestimmte Dinge nicht merken. Also wenn sie bestimmte Sachen machen, die aber niemand mitkriegt. Oder die man auch wirklich nicht leicht merkt, erst wenn man ein zweites Mal drauf guckt. Und diese Pressekonferenz, aus meiner Sicht, ist es was aus dem Ruder gelaufen. Wahrscheinlich schon länger, aber jetzt ist es richtig aufgefallen, jedenfalls mir. Und es ist erschreckend und deswegen, ja, kann man nur versuchen, diese Leute zur Umkehr zu bringen. Also entweder sie kehren um oder wir bekommen andere Vorsitzende, wonach sie im Moment nicht aussieht, weil sich aus welchem Grund auch immer niemand aufstellt. Aber jedenfalls ist es wichtig, dass sie ein Signal bekommen, in jedem Fall. Entweder, dass sie umkehren, aber dass sie merken, das geht zu weit. Das machen wir nicht mit. Und jetzt wollen wir uns mal voll und genauer angucken, was das Problem an dieser Pressekonferenz ist
und wie der Ablauf war. Zunächst muss man mal sich überlegen, für wen ist diese Pressekonferenz? Wenn jetzt Tino Chrupalla oder Alice Weidel, wenn sie erzählen, dass das Wahlergebnis gut ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Großmedien das nicht berichten werden, weil es hat keinen Nachrichtenwert. Das heißt, man kann sagen, es ist entweder ein Zeitfüller oder es ist an die eigenen Mitglieder gerichtet. Das heißt, vieles von dem, was auf dieser Pressekonferenz gesagt wird, weil wer guckt diese Pressekonferenz? Im Mainstream wird es nicht geguckt, sondern es gucken vor allen Dingen die eigenen Mitglieder. Und natürlich die Journalisten, Berichterstatter, sie versuchen natürlich irgendwelche Nachrichten daraus zu ziehen. Viele hören sich das an und es klingt irgendwie gut und sie merken eigentlich gar nicht, also ich habe es auch erst beim zweiten Mal richtig bemerkt, was nicht gesagt wird vor allen Dingen. Und zunächst geht das 12 Minuten, geben sie ihre Eingangsstatements, Tino Chrupalla und Alice Weidel. Und hier ist jetzt beachtenswert, was wurde erwähnt, was wurde nicht erwähnt und wie lange wurde etwas erwähnt. Auffällig ist, man merkt es sehr schnell, dass Tino Chrupalla, Alice Weidel und René Aust, sie haben verabredet, den Namen Maximilian Krah oder Petri Büstron nicht zu erwähnen. Also vor allen Dingen nicht Maximilian Krah. Des Weiteren war auffällig, dass das Thema Frieden, also Ukraine, Russland, es hat 46 Sekunden eingenommen. Alice Weidel hat behauptet, die Themen Migration, Wirtschaft, das wäre den Leuten wichtig gewesen. Und hat dann also sehr lange ausgeführt, wie schlecht die Bundesregierung ist und Tino Chrupalla. Es zieht sich eigentlich durch die ganze Pressekonferenz, dass Tino Chrupalla und Alice Weidel immer wieder erklären, die schlechte Arbeit der Bundesregierung beim Thema Wirtschaft und Migration. Und dass sich die Deutschen davon abwenden und dass die AfD ein ganz gutes Ergebnis hat. Alice Weidel erklärt in der Nachwahlbefragung, wären das die wichtigsten Themen gewesen. Also Wirtschaft und Migration. Und das ist offenkundig falsch. Also sie hat was gesagt, was nicht der Wahrheit entspricht. Sondern das Thema Frieden, Ukraine. Das ist das wichtigste Thema. Sie geht darauf mit keinem Wort ein. Auch Tino Chrupalla geht auf das Thema 46 Sekunden ein. Das Thema Russland, wie geht man mit Russland um? Da geht es um die Zukunft Deutschlands. Weil natürlich wir nur aus Russland die günstigen Rohstoffe bekommen. Es auch für die Firmen schlecht ist, wenn sie nicht mit Russland handeln können. Es ja auch jetzt schon für den Mittelstand eine Katastrophe ist, dass sie ihre ganzen Aufträge nach Russland einstellen mussten. Und für Russland ist es tatsächlich gar nicht schlecht, weil es ihre eigene Industrie angekurbelt wird. Aber gerade für Deutschland als Exportnation ist es eine Katastrophe, dass wir diese Spaltung in Eurasien haben. Und vor allem über all dem steht die Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Oder vor allem besteht die Gefahr eines Kriegs auf europäischem Boden. Und jetzt stellt sich die Frage, oder es ist ein Problem aus meiner Sicht. Es werden hier nur 46 Sekunden für dieses Thema aufgewendet. Und es werden wird der Rest nicht aufgewendet, sondern der Rest wird für belanglose Dinge aufgewendet. Und aus meiner Sicht zeigt sich hier schon aus meiner Sicht eine Art Aufgabe. Also anscheinend, oder das ist jedenfalls eine Erklärungsmöglichkeit, alles Weidel und Tino Chrupalla, hinter den Kulissen wird gesprochen mit den Medienvertretern. Und es bekommen wahrscheinlich alles Weidel und Tino Chrupalla bekommen zu verstehen, also vor allen Dingen auch alles Weidel, sie bekommen zu verstehen, dass wenn sie das thematisieren, es sich schädlich auf ihre Karriere auswirkt. Also wenn sie das in einer Art und Weise thematisieren, dass das Overton-Fenster der Medien angreift. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man jetzt das nicht erwähnt, Waffenlieferungen, Sanktionen und so weiter, und man da nicht klar Stellung bezieht, also man hat natürlich Stellung bezogen, aber das ist schon länger her, dann fällt es natürlich später auch weniger auf, wenn man mal umfällt. Also wenn man später mal eine Koalition mit der CDU machen will und die natürlich die Waffenlieferungen und die Sanktionen, die das alles unbedingt wollen, dann fällt es natürlich sehr viel mehr auf, wenn man jetzt sehr strikt sich dagegen äußert. Und auch ist es bei Alice Weidel auffällig, dass sie nur Dinge kritisch anspricht, wo der Springer-Konzern mittlerweile auch kritisch ist. Also beispielsweise die Migrationspolitik, Springer sieht das genauso. Die Wirtschaft, Kernkraft, Springer sieht das genauso. Springer versucht auch schon seit langem, gegen die Grünen anzuschreien. Was Alice Weidel nicht anspricht, sind die Dinge, wo sich die AfD-Position mit dem Springer-Medium unterscheiden. Das ist genau die Außenpolitik. Alice Weidel thematisiert auch nicht die Medientäuschung, sondern sie beschwert sich über die Medien, als es darum geht, als ein Journalist völlig zu Recht feststellt, dass ja ganz viele in der Friedenspolitik die AfD nicht gewählt haben
und dass ja überhaupt die Mehrheit nicht die AfD gewählt hat, sondern die anderen gewählt haben. Und nur hier richtet sich die Kritik von Alice Weidel an die Medien. Also Alice Weidel beschwert sich nicht über Medientäuschung, sondern sie beschwert sich darüber, dass hier angeblich das Ergebnis schlecht gewählt wurde. Aber ansonsten erfolgt keine Medienkritik. Das Gefährliche aus meiner Sicht ist, dass wir dazu tendieren, uns bestimmte Dinge hinzuzudenken, die Alice Weidel aber gar nicht sagt. Also wir beispielsweise kennen bestimmte Fakten mit 1000-Politik. Und wenn Alice Weidel was sagt, dann denken wir es uns hinzu und merken aber gar nicht, dass bestimmte Dinge Alice Weidel gar nicht anspricht. Und auffällig ist auch hier die Art und Weise, wie die Begründungen dafür, dass nicht Waffen geliefert werden. Also die Begründung war immer allein die, das ist nicht unser Krieg. Aber das Argument, das ist nicht unser Krieg, jemand, der jetzt für Waffenlieferungen ist, den wird das nicht überzeugen. Also das ist halt, das hat keinen inhaltlichen Untergrund. Oder auch Zelensky ist ein Bettler. Jemand, der jetzt denkt, die Ukraine, ja, wir müssen denen doch helfen und wir kämpfen, die kämpfen für unsere Freiheit. So jemand wird es nicht überzeugen, wenn man sagt, das ist doch nicht unser Krieg. Aber inhaltliche Begründungen, beispielsweise mit den Gebieten, wo die Leute beschossen wurden, ich habe das im letzten Video alles ausführlich erläutert, das jetzt nochmal zu erläutern, das wird den Rahmen sprengen. Jedenfalls diese ganzen entscheidenden Informationen. Also guckt es euch bitte an. Das ist aus meiner Sicht ist es für mich ein sehr wichtiges Video gewesen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal alles erzähle, dann wird das Video viel zu lang. Also jedenfalls die ganzen empfindlichen Informationen, die großen Medien nicht erzählen, da verzichtet alles Weidel, also in der Pressekonferenz und auch generell drauf, das zu verbreiten. Bei Tino Chrupalla ist es etwas anders. Hier auf der Pressekonferenz übt er mehrfach Medienkritik, also er ist zaghaft an den kommunalen Medien, aber er verbringt dann doch deutlich Zeit damit, die Medien zu kritisieren. Und zwar auch die Art der Berichterstattung. Und er macht das in 4 Anläufen. Und wie gesagt, also die Zeit, die er damit verbringt, die ist schon deutlich relevanter. Zum Schutz von Tino Chrupalla muss man auch sagen, dass er beispielsweise bei der Welt mal versucht hat, in einem Interview wichtige Informationen zu verbreiten. Und er wurde dabei unterbrochen von Welt. Was natürlich auch für den Zuschauer auffällig war. Die vor den Bomben geflüchtet sind oder die Menschen aus Afghanistan oder dem Iran? Ja, die Gegenfrage, die ich stellen muss, wollen wir denn in diesen Regionen weiter Waffen und Munition liefern, damit noch mehr Flüchtlinge kommen? Der Krieg in der Ukraine, das wissen Sie, hätte verhindert werden können, wenn Zelensky das gewollt hätte. Gleich nach Ausbruch des Krieges. Er ist nicht gewollt gewesen. Die Amerikaner haben diesen Herr Krieg Chrupalla, genutzt, um ihre ich muss Sie da unterbrechen, das behaupten Europa, Sie. Europa hat ihre... Nee, das kann ich ja behaupten. Das ist ja meine Aufgabe als Opposition. Und Sie sehen, dass viele Bürger nicht bloß Behauptung, sondern dieser Tatsache. Boris Johnson hat extra diese Gespräche beendet, die in Ankara angelaufen sind. Das sind Fakten und die dürfen Sie einfach auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und das ist sicher nicht meine Absicht, aber es gab da auch einige Vorfälle, nach denen dann vielleicht etwas nicht mehr möglich war. Ich darf Sie da an Butscha erinnern und auch, dass es durch Verhandlungen möglich wäre, diesen Krieg zu verhindern, darf ich doch in Frage stellen. Diesen Krieg wird man nicht gewinnen, Frau Losch. Frau Losch, hier müssen Sie mich ausreden lassen. Die glauben doch nicht im Ernst, dass man diesen Krieg mit weiteren Waffenlieferungen beenden kann. Der Krieg wird immer mit Diplomatie, mit Gesprächen beendet. Und das muss auch das oberste Ziel sein. Und nicht, dass wir im Bundestag von Kriegsmüdigkeit reden und uns beklagen. Und Herr Chrupalla, da wird Ihnen auch keiner widersprechen. Aber wenn einfach der Ukraine keine Waffen mehr geliefert werden, wissen Sie genauso gut wie ich, dass dann die Ukraine nicht mehr weiter existieren wird. Und so werden weitere Bürger sterben. Ich möchte nur nicht, dass Deutschland in diesen Krieg hineingetrieben wird, dass unsere Kinder und Enkelkinder in diesen Krieg getrieben werden, dass am Ende noch ganz Europa in einen Flächenbrand in diesen Krieg verwickelt wird. Das ist das Ziel der AfD und dagegen und dafür kämpfe ich für Frieden. Und das muss immer die oberste Prämisse sein, Frau Losch. Und natürlich, bei Tino Chrupalla, Springer wird ihn wahrscheinlich nicht mehr so gerne interviewen. Und Tino Chrupalla weiß es aber ganz genau und hat es trotzdem gemacht. Das ist aus meiner Sicht Tino Chrupalla anzurechnen. Also wohingegen bei Alice Weidel man das Gefühl hat, sie versucht über die Themen Migration und Wirtschaft, versucht sie die Leute zur AfD zu bringen, möchte Springer nicht auf die Füße treten. Also möchte den Öffentlich-Rechtlichen, den großen Medien nicht auf die Füße treten, verbreitet keine wichtigen Informationen, sodass es am Ende auf eine Koalition mit der CDU rausläuft. Natürlich, das Problem von Alice Weidel ist, deswegen wird sie auch wenig eingeladen, deswegen wird die AfD generell auch weiter nicht eingeladen. Das Problem sind die Positionen der AfD. Und die Positionen sind nach wie vor richtig, der AfD. Das ist ganz wichtig. Also ich empfehle auch nicht, das ist auch ein Missverständnis, vielleicht von manchen im letzten Video, es geht nicht darum, die AfD nicht zu wählen. Ich bin AfD-Wähler und ich empfehle jeden AfD zu wählen.
egal wie schlecht das jetzt hier aussieht, weil es gibt keine Alternative. Die Alternative ist nur nicht wählen oder BSW wählen oder, naja, Basis hat jetzt halt zu wenig Prozent, um in den Bundestag zu kommen. Das ist auch ein Irrtum zu glauben, dass BSW nicht dafür verantwortlich ist, dass, also jetzt sieht ja bei der Wählerwanderung so aus, dass sich die beiden nicht überschneiden. Aber das ist nicht richtig. Also BSW holt natürlich Wählen von allen Parteien, die bisher AfD nicht gewählt haben. Aber BSW sorgt dafür, durch das glaubwürdige Stigma, das sie verbreiten gegenüber der AfD, dass diese Leute von der AfD wegbleiben und zu ihnen gehen. Der Punkt dieser kritischen Videos ist, und weshalb es mir auch so wichtig ist, dass sich das verbreitet, ist, dass die Mitglieder eine wirksame Kontrollfunktion ausüben. Und Alice Weidel oder diese ganzen Vorsitzenden zu verstehen bekommen, hier sind Grenzüberschreitungen, das können wir nicht machen. Und diese Pressekonferenz, es ist wirklich ehrenlos gewesen. Also auch wie mit Maximilian Krah umgegangen wird, also auch diese Behauptungen, ihn zu schützen und auch Petru Büstrow und ihn dann noch, also auch diese Erklärung von René Aust, sozusagen Maximilian Krah hätte jetzt die Gelegenheit, seine Sachen zu klären und so weiter und so fort. Es ist total verlogen, weil natürlich es ist ein einziger riesiger Schaden, der Maximilian Krah zugefügt wird. Und das gleiche gilt für Petru Büstrow. Diese Behauptung, das wäre eine SS-Verharmlosung, es trifft nicht zu. Es trifft faktisch einfach nicht zu und damit hilft es auch nicht, dem Verfassungsschutz die AfD als Rechtsextrem zu erklären. Und zu behaupten, das würde das suggerieren, das würde das nahelegen, das ist nicht haltbar. Es müssten dann, wie gesagt, die ganzen vergangenen Bundeskanzler, die das erklärt haben und die Staatsanwälte damals bei den Prozessen, sie müssten dann auch die SS verharmlosen, was natürlich völliger Unsinn ist. Ein Fehler, den Tino Chrupalla gemacht hat, sind solche Sätze wie, die Medien sollten sich reflektieren und dass die Diffamierung ausgedient hätte. Das ist faktisch falsch. Die Diffamierung, sie hat nicht ausgedient, sie zieht nach wie vor bei einem Großteil der Bevölkerung. Also bei 75%, wenn man sich die Nachwahlbefragung anguckt, die AfD wird extrem negativ gesehen. Und solche Aussagen, es klingt irgendwie gut, also die Mitglieder soll es dann anscheinend motivieren, was hat mit der Realität gar nichts zu tun. Und überhaupt diese Schönrednerei von Ergebnissen, also ich halte davon persönlich überhaupt nichts und es motiviert die Leute nicht, sondern es macht sie träge und unkritisch. Sondern wenn man sagt, man hat was nicht gut gemacht oder ein Ergebnis ist nicht gut, dann strengt man sich an, es besser zu machen. Wenn man hingegen sich die Sachen schönredet und sagt, das ist ja super, wir sind ja 16%, jetzt haben wir es geschafft, toll. Und in Wahrheit hat man für die Mitglieder gar nichts geschafft, sondern den Mitgliedern geht es weiterhin dreckig, weil sie weiterhin diffamiert werden und aus den Berufen gedrängt werden. Und auch man in der Politik nichts ändern kann, mit 15% gegen 85% oder von mir aus mit BSW 75, also 25 zu 75, wenn man es nicht so schön rechnet. Man bewirkt damit gar nichts. Es entspricht auch nicht dem eigenen Anspruch. Wenn man sagt, die Regierung ist so schlecht, die Leute wenden sich alle ab. Die Regierung führt alle Regierungen, CDU, die Altparteien, sie führen Deutschland in die Katastrophe. Dann ist es irgendwie auffällig, 16%. Wenn das so wäre, dann eigentlich alle Deutschen müssten AfD wählen. Und 16%, wenn Deutschland in die völlige Katastrophe geritten werden, also es ist ein Widerspruch, wenn man sich über 16% freut und man sagt, die Altparteien reiten Deutschland in die Katastrophe. Dann kann man mit 16% nicht zufrieden sein. Und so ist es natürlich auch, man kann damit nicht zufrieden sein. Sondern hier diese Schönrednerei von Ergebnissen, tatsächlich geht es doch darum, sich selbst gut darzustellen. Also die eigene Arbeit als Vorsitzende gut darzustellen, den Mitgliedern zu zeigen, ja, seht her, wir machen es ganz toll, wählt uns wieder. Und dann sozusagen zu suggerieren, ja, diejenigen, die das jetzt Ergebnis nicht gut finden, die sind gegen die AfD. Oder beschädigen damit die AfD oder demotivieren die Leute. Was aber einfach Unsinn ist, sondern die AfD hatte dann ihren Auftrieb, wenn es zunächst einmal die Stimmung nicht gut war. Weil man dann versucht hat, die Dinge zu verbessern. Und man dann wach war. Also beispielsweise als Jörg Meuthen weg war. Da hatte ich das Gefühl, die Partei ist aufgewacht. Die Leute waren kritisch. Und es gab einen Zusammenhalt. Und in dem Moment, wo es scheinbar gut lief, man zufrieden war, wir haben 20%, dann war der Zusammenhalt plötzlich weg. Dann haben vor allen Dingen Alice Weidel oder andere im Westen, also gerade aus Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg, sie meinen dann lauter Dinger drehen zu können, wie dass man Leute aus der Fraktion ausschließt, die nach Russland und in neue Gebiete reisen wollen, um sich ein Bild zu machen. Was vollkommen demokratisch ist, was das Recht eines jeden ist, wo man auch nicht Rechenschaft wichtig ist, wenn man einfach irgendwo hinreisen will und berichten will. Und im Gegenteil ist es vollkommen verwerflich, die Leute daran zu hindern, weil damit natürlich das Informationskartell gestützt wird. Weil natürlich hier die Leute einen falschen, völlig falschen Eindruck davon haben, wie die Leute in der Ostukraine und in Russland, wie sie ticken.
und wie ihre Meinung ist. Und um diese Täuschung aufzubrechen, würde es natürlich helfen, wenn Leute dahin reisen und ihren Eindruck wiedergeben. Wenn es Scheinreferenten sind oder wenn die Wahlen in Russland, so die Präsidentschaftswahlen, wenn es alles diktatorisch ist, dann wäre es doch ganz einfach, wenn Journalisten Verfehlungen offenkundig machen, man das Ganze dokumentiert und aufzeigt hier, es ist so und so gelaufen. Aber man schickt ja mit Absicht, verschließt man die Augen und schickt niemanden hin. Das ist auch der Allgemeinheit ganz klar zu argumentieren oder auch, dass in den deutschen Medien Putin oder irgendein russischer Politiker das nie die Möglichkeit bekommen haben, sich zu erklären, ihre Argumente darzulegen. Es wird das Overtonfenster geschützt, wahrscheinlich deshalb, weil sich Alice Weidel und zu einem gewissen Grad von Tino Chrupalla weniger wie geschildert, aber anscheinend sich Alice Weidel erhofft, dass es ihre Karriere befördert und sie sich eine gute Behandlung von den Medien erhofft. Also sie sich erhofft, dass sie persönlich eingeladen wird und interviewt wird, Reichweite bekommt, dann die Leute sie gut finden, wenn sie Reichweite bekommt, also ähnlich wie es bei Wagenknecht ist. Also da gibt es aus meiner Sicht eine große Gemeinsamkeit zwischen Alice Weidel und Sarah Wagenknecht, wobei es bei Sarah Wagenknecht aber so ist, dass sie die Außenpolitik, dass sie dort auch den Leuten einige Fakten bringt, auch wenn sie über wichtige Bereiche täuscht. Also beispielsweise ja auch Wagenknecht Russland diffamiert oder halt auch als, ja schon sich Russland feindlich äußert eigentlich. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was ich sonst so einfällt. Macht's gut.